Die Bhaktas aus Navadvipa in Puri. Caitanya Bhagavata Sheshakanta 9. Advaitas Kirtan. Eines Tages, sagt Advaita, trunken im Ananda des Prema, zu den Bhaktas: Hört zu, lasst uns heute mit voller Kehle Caitanyas Kirtan tun. Heute wollen wir keinen anderen Avatara besingen, nur ihn, der aus allen Avataras besteht, nämlich Caitanya Goswami. Den Prabhu, der die ganze Welt rettet, der um unseretwillen Avatare wurde, der den ganzen Reichtum des Sankirtan bekannt gemacht hat. Ich werde tanzen und ihr singt den Ruhm Caitanyas. Und von Prema überwältigt tanzt der Advaita-Löwe, und ihn auf allen Seiten umgebend singen alle das Heil, das von Caitanya kommt. Einige singen: Er siegt, er siegt, der Saji Nandana. Andere: er siegt, Gaurachandra Narayana. Er siegt, der Gopala, der das Sankirtan liebt. Er siegt, der die Bhaktas liebt und die Zeit der Lästerer beendet. Als Caitanya die herrliche Melodie des Kirtan hört, kommt er herbei. Als sie ihn sehen, steigert sich ihre ekstatische Freude noch mehr. Und in heller Freude tanzt Advaita. Und in Ananda fürchten sie Prabhu nicht im geringsten. In seiner unmittelbaren Gegenwart singen sie seinen Preis. Er ist in seinem Spiel ununterbrochen im Bewusstsein eines Bhakta und sagt nur: Ich bin ein Diener Krishnas. Und niemand hat die Kraft, ihn als Gott, den Herrn, zu betrachten. Und doch, mit Advaitas Kraft besingen sie ihn alle furchtlos, den Caitanya Shri Hari. Einen Augenblick nur hört Prabhu seinen eigenen Preis und schon eilt er in Scham davon. Bhagavan, als unterweisender Guru, geht in sein Haus zurück, um sie alle zu belehren. Caitanya, Prabhu, hatte sein eigenes Preislied gehört und um allen Furcht einzuflößen, hatte er sich niedergelegt. Der edle Govinda teilte mit: Alle Bhaktas sind an deine Türe gekommen. Govinda bekam den Auftrag, sie alle hereinzubringen. Doch er liegt und schaut niemanden an. Alle Bhaktas waren voller Furcht und dachten an die Lotusse seiner Füße. Nach einer Weile erhob er sich und sagte: Oh, ihr Vaishnavas, wen habt ihr da heute zum Avatare werden lassen? In Klammer: Was habt ihr erfunden? Ihr habt Krishnas Namen und Krishnas Kirtan beiseite gelassen. Erklärt mir, was ihr euch heute zurechtgesungen habt. Der große Redner Srivas sagt: Goswami, ein Jiva hat überhaupt keine unabhängige Kraft. Was ihn Ishvara tun macht oder sagen macht, das tut der Jiva. Prabhu sagt: Du und ihr alle seid große Gelehrte. Er, Gott, verheimlicht sich und ihr macht ihn bekannt. Da verdeckt Srivas mit der Hand die Sonne und lacht in sich hinein. Prabhu fragt: Was machst du da für geheimnisvolle Zeichen? Erkläre selbst die Bedeutung. Srivas sagt: Mit der Hand verdecke ich die Sonne und dich habe ich bekannt gemacht. Das sage ich. So wie die Hand die Sonne nicht verdecken kann, so vermagst du dich nicht zu verbergen. Und wenn auch die Sonne noch irgendwie verdeckt werden kann, du selbst kannst dich keineswegs verbergen. Wer sich im Milchozean nicht verborgen halten konnte, wie will der sich unter den Leuten verborgen halten? Denn vom Himalaya bis zum Setubandha, in Klammer Südspitze Indiens, ist die Erde voll von deinem lauteren Ruhm. Von der Welt Brahmas angefangen, ist alles bereits erfüllt von deinem göttlichen Ruhm. Wie viele Leute willst du also dafür bestrafen, dass du bekannt bist? Gott, der Herr, ist immer da bestrebt,
dass sein Bhakta über ihn den Sieg davon trägt. Und so geschah es, dass ganz plötzlich ein großer Strom von Menschen, die Jagannath im Tempel geschaut hatten, herbeikam, um Caitanya zu sehen. Es waren Leute aus Tripura, Chatigrama, Srihatta, Banga. Und alle tun Kirtan und besingen Sri Caitanya, den Avatara. Er siegt, Sri Krishna Caitanya, der den Waldblumenkranz trägt. Er siegt, der begierig ist nach dem Rase seines eigenen Bhakta. Er siegt, der Spieler von Vaikuntha in menschenähnlicher Gestalt. Er siegt, der Aufrechterhalter aller Welten. Er siegt, Sri Krishna Caitanya, der Sohn der Sachi. Da sagt Srivas: Prabhu, was willst du nun tun? Die ganze Welt singt. Wo willst du dich verbergen? Wie soll ich alle diese Leute belehren? So, o Prabhu, singt doch der ganze Samsara. Obgleich du unsichtbar und unerkennbar bist, o Herr, bist du aus Erbarmen zu den Jivas unmittelbar sichtbar geworden. Du verbirgst dich selbst, du offenbarst dich selbst. Derjenige, den du mit deiner Gnade ergreifst, der weiß, wer du bist. Caitanya-caritamrta, Madhya Lila, 15.40 bis 183, 15.39 bis 184. Verabschiedung der Bhaktas. Prabhu rief alle Bhaktas und verabschiedete sie, ehe sie nach Gauda zurückgingen. Zu allen sagte er: Kommt jedes Jahr, um mit mir zusammenzutreffen. Zu Advaita sagte er mit Respekt: Schenke allen Krishna Bhakti, auch den Wilden. Dem Nityananda gab er die Anweisung: Geh nach Gauda und offenbare uneingeschränkte Prema Bhakti. Prabhu umarmte den Srivas, fiel ihm um den Hals und sagte zu ihm mit zarten Worten: Ich werde immer in deinem Hause zu deinem Kirtan tanzen. Du wirst es sehen, aber niemand sonst. Gib der Mutter dieses Tuch, in Klammer, das Caitanya von Jagannath erhalten hatte, und gib allen diesen Prasad, diese Speise. Falle ihr zu Füßen und bitte sie um Verzeihung für mein Vergehen, dass ich es aufgab, ihr zu dienen, um ein Sannyasi zu werden. Das ist nicht Dharma. Ich habe damit meinen eigenen Dharma zerstört. Ich bin unter dem Einfluss ihres Prema. Ihr zu dienen ist mein Dharma. Dass ich dieses Dienen aufgegeben habe, ist das Tun eines Irren. Doch die Mutter sieht das Tun eines Irrenknaben nicht als Fehler an. Und die Mutter weiß es und wird damit zufrieden sein. Auch wenn ich in Nilachala bin, werde ich von Zeit zu Zeit kommen, um ihre Füße zu sehen. Ich gehe dauernd dorthin und sie sieht mich zu ihren Füßen. Aber sie hält es für ein Aufleuchten, in Klammer Spurti, und nicht für ein tatsächliches Kommen. Fußnote 512, Spurti, etwas, was immer da und überall ist, aber unsichtbar, leuchtet für ganz kurze Zeit auf. Avirbhav, tatsächliches Sichtbarwerden für längere Zeit. Mit Zitronen, Ingwer, Milch, Sauermilch, Palmzucker und so weiter brachte die Mutter dem Shalagram viele Speisen dar. Fußnote 513. Shalagram, ein Ammonistenstein mit Muscheleindrücken, der Krishna bedeutet. Dann nahm sie die Opferspeise Prasads in ihre Hände und weinte: Alle diese Gerichte sind meinem Nimai so lieb. Nimai ist nicht zu Hause. Wer soll das alles essen? Während sie meiner gedachte, füllten sich ihre Augen mit Tränen. Ich ging schnell hin und aß alles auf. Dann sah sie den leeren Teller und wischte sich ihre Tränen ab.
Wer hat das alles aufgegessen? Warum ist der Teller leer? Hat der Knabe Gopala, Krishna, alles gegessen? Oder ist mein Denken verwirrt? Oder ist ein Tier gekommen und hat alles weggefressen? Oder habe ich in Verwirrung überhaupt nichts auf den Teller getan? Und nachdenklich schaute sie auf den Kochtopf. Sie sah die Kochtöpfe voller Speisen, fing an zu zweifeln und wurde mit Erstaunen erfüllt. Durch Ishana, den Diener, ließ sie den Platz von neuem säubern und belegen und brachte dem Gopala von neuem Speisen dar. Wann immer sie sehr gute Dinge kocht, wird sie mit Sehnsucht erfüllt, mich zu speisen und weint. Ihr Prema bringt mich herbei und sie speist mich. Im Inneren erlebt sie Freude, aber was außerhalb geschieht, weiß sie nicht. Auch beim letzten Siegesfest Ramas, Vijaya Dashami, geschah es auf diese Weise. Frage sie und verursache, dass sie die rechte Wahrnehmung hat. Während er also sprach, verlor Prabhu die Selbstbeherrschung. Dann fasste er sich, um die anderen zu verabschieden. Mit Respekt sagt er zu Shivananda Sena, du musst die finanziellen Sorgen für Vasudeva Datta tragen. Er ist sehr freigebig und was er am Tage an Einnahmen hat, gibt er am selben Tag aus und es bleibt am Schluss nichts übrig. Er ist ein Hausvater und muss Ersparnisse zurücklegen, denn ohne das kann man die Familie nicht ernähren. Alles, was in seinem Haus eingenommen und ausgegeben wird, musst du verwalten. Als Verwalter musst du seine finanziellen Angelegenheiten regeln. Komme dieses Jahr und bringe alle Bhaktas mit zur Gundicha Lila und schaue nach allen. Fußnote 514. Die Gundicha Lila wird ausführlich im Kapitel Die Tempelreinigung beschrieben. Gaura umarmt Murari Gupta und spricht zu den Bhaktas von dessen festgegründeter Bhakti. Früher habe ich ihn wiederholt in Versuchung führen wollen und gesagt, O Gupta, der Sohn Nandas, Krishna, ist höchste göttliche Lieblichkeit. Er ist der in sich selbst gegründete Bhagavan, Urgestalt aller Avataras, Urgrund von allem und höchste Fülle aller Rasas des Prema. Er ist geschickt in allen Künsten. Er lässt sich in allen Schwierigkeiten nicht von seinem Ziel abbringen. Er ist der Gipfel aller Rasas, Ozean aller herrlichen Eigenschaften. Krishnas Wandel ist lieblich. Lieblich ist sein Spiel. Und mit höchstem Geschick tut er sein Rasa Lila. Verehre du diesen Krishna, richte dich auf Krishna aus. Außer der Verehrung Krishnas gefällt mir keine andere Verehrung. Er hörte solche Worte wiederholt und aus Achtung zu mir änderte sich sein Sinn ein wenig. Er sagte zu mir, ich bin dein Diener, ich führe deine Befehle aus, ich bin nicht unabhängig. Dann ging er nach Hause, dachte die ganze Nacht darüber nach, beim Gedanken daran, dass er Raghunath Rama im Stich lassen sollte, geriet er ganz außer sich. Wie soll ich die Füße Raghunathas aufgeben? Lass mich, o Rama, noch heute Nacht sterben. So weinte er die ganze Nacht hindurch und konnte sich nicht beruhigen und wachte die ganze Nacht. Am frühen Morgen kam er zu mir, erfasste meine Füße und weinend bat er mich. Ich habe meinen Kopf an die Füße Raghunathas verkauft und vermag meinen Kopf nicht wegzuziehen. Das quält mich. Ich vermag die Lotusse der Füße Sri Raghunathas nicht im Stich zu lassen. Und andererseits verletze ich deine Anweisung. Was ist da zu tun? O du, von barmherziger Liebe Erfüllter, habe Gnade zu mir und lass mich hier vor dir sterben.
möge der Zweifel sich lösen. Als ich das hörte, freute ich mich sehr. Ich hob ihn auf und umarmte ihn. Herrlich, herrlich, Gupta, ist dein so unverbrüchliches Verehren, so dass dein Geist durch meine Worte sich nicht irre machen ließ. Eine solche Liebe, Priti, des Dieners zu den Füßen des Herrn ist nötig. Auch wenn er, der Herr, einen loswerden will, kann man seine Füße nicht aufgeben. Um zu erkennen, wie festgegründet deine Liebe ist, habe ich wiederholt mit Nachdruck zu dir gesprochen. Du bist Hanuman selbst, der Diener Sri Ramas. Wie solltest du wohl die Lotusse seiner Füße aufgeben? Diesen Murari Gupta achte ich meinem eigenen Leben gleich. Und wenn ich höre, wie er sich selbst abwertet, zerreißt es mir das Herz. Die Erlösung der Jivas. Dann umarmte Prabhu den Vasudeva Datta, den Bruder Mukundas, und pries dessen gute Eigenschaften. Als er hörte, wie er gelobt wurde, schämte sich Vasudeva Datta, erfasste flehentlich Prabhus Lotusfüße und bat inständig: O Prabhu, du wurdest Avatara zur Erlösung der Welt. Bitte erfülle und bestätige mein Gebet. Du vermagst es, du bist der gnadenreiche Prabhu. Wenn du es willst, kann es leicht geschehen. Das Leid der Jivas zerreißt mein Herz. Gib mir, o Herr, die Sünde aller Jivas. Ich will sie auf meinem Haupte tragen. Lass mich deren Sünden nehmen und in der Hölle leiden. Und nimm, o Herr, die Krankheit, die zum Dasein in der Wandelwelt führt. In Klammer, die Krankheit des Wiedergeborenwerdenmüssens hinweg, an der alle Jivas leiden. Als Mahaprabhu das hörte, wurde sein Herz ganz weich. Er weinte, zitterte und sagte mit gesprochener Stimme: Was du begehrst, ist keineswegs erstaunlich, denn du bist ja Prahlada. Krishna ist voll und ganz gnadenvoll zufrieden mit dir. Fußnote 515. Der Knabe Prahlada, ein Bhakta aus Dämonengeschlecht, hatte um Erlösung nicht bloß für sich, sondern für alle Wesen gebeten. Bhagavatam 7.9.44. Vergleiche Seite 81. Vasudeva Datta will noch mehr. Die Sünden der Welt auf sich nehmen und in der Hölle leiden, damit die Wesen erlöst werden. Erlösung bedeutet hier, alle Probleme in Gott-Zugewandtheit lösen zu können. Keineswegs ein Leben ohne materielle Not und ohne Spannung und Probleme. Nicht einmal ein Bhakta wie Vasudeva Datta muss stellvertretend leiden, um Erlösung zu erwirken. Sein bloßer Wunsch wird von Gott sofort erfüllt. Dass etwa Gott selbst stellvertretend leiden müsste, steht ganz außerhalb der Erörterung. Krishna erfüllt das, was sein Bhakta Diener begehrt. Seine einzige Pflicht ist, das zu tun, was der Diener begehrt. Du begehrst Erlösung der Jivas im Weltall. Ohne die Folgen ihrer Sünde erleiden zu müssen, werden sie alle erlöst werden. Krishna ist allmächtig. Nichts ist ihm unmöglich. Warum solltest du die Folgen der Sünden erleiden? Diejenigen, deren Heil du erflehst, werden zu Vaishnavas. Und alle Sünde der Vaishnavas nimmt Krishna selbst hinweg. Fußnote 516. Das bedeutet, der bloße Wunsch des Bhakta Vasudeva verursachte, dass alle Wesen seiner Zeit Bhaktas wurden und dadurch Erlösung fanden. Denn es heißt doch in der Brahma Samhita 5.54: Er trägt Sorge dafür, dass jedes Lebewesen, sei es das kleinste Insekt oder der Himmelsfürst Indra, die Folgen seiner eigenen Taten selbst genießt, in Klammer, und erleidet.
doch vernichtet er restlos die Folgen der Taten derer, die Bhakti zu ihm haben. Und ihn, diesen Govinda, die urerste göttliche Person, verehre ich liebend. Fußnote 517. Vasudeva gebraucht das Wort Sünde, Papa, ganz allgemein für jedes Tun, das nicht Bhakti ist und das eben karmische Folgen hat, die im endlosen Kreislauf der Geburten und Tode in der Wandelwelt erlitten werden müssen. Doch hat das von Vasudeva in Strophe 163 verwendete Wort Bhava Roga noch einen anderen Sinn als die Krankheit, die zum Dasein in der Wandelwelt führt. Gemeint ist die Krankheit der Gottabgewandtheit. Dein bloßer Wunsch bewirkt, dass das ganze Weltall frei wird. Es kostet Krishna gar keine Mühe, allen Befreiung, Mukti, zu geben. Ein einziger Udumbara-Baum hat Millionen von Früchten und Millionen von Universen schwimmen im Ozean aller Ursachen, wie Raja. Wenn davon eine Frucht verloren geht, so verliert der Baum nichts. Und so ist es ein ganz unspürbarer Verlust für Krishna, wenn ein Universum der Maya frei wird und entschwindet. Krishnas ewige Reiche, wie Vaikuntha und so weiter, sind durch unendliche Gottesmajestät ausgezeichnet. Außerhalb dieser Reiche liegt wie ein Graben, der sie umgibt, der Ozean der Ursachen. Die Maya mit unendlich vielen Universen schwimmt gleichsam darin, wie in einem großen Behälter mit Senfkörnern. Wenn ein Senfkorn verloren geht, bedeutet es gar keinen Verlust. Und selbst wenn alle Universen frei von Maya würden und entschwänden, auch dann bedeutete es Krishna gar nichts. Wenn dem Eigentümer von Millionen von wunscherfüllenden Kühen eine Ziege stirbt, was bedeutet ihm das? Und was bedeutet die Maya dem Krishna, dem Herrn der sechsfachen Gottesmajestät? So wie es im Bhagavatam 10.87.14 in der Shruti Gita heißt. Fußnote 85. Dort preisen die Shrutis die ewigen Urgestalten der heiligen Offenbarungsurkunden Bhagavan und rufen ihm zu. Mache deine Größe offenbar, o du von Maya Unbesiegter. Vernichte die Maya, die Unwissenheit von denen, die in beweglichen und unbeweglichen Leibern wohnen. Denn diese Maya hat die Gunas verwendet, um dich zu verneinen. Du vermagst es, denn du besitzest in vollkommener Weise alle Gottesmacht. Du bist der Erwecker aller Kräfte. Du selbst hast alle Kraft. Wir, die Shrutis, folgen dir nach. In Klammer, wir beschreiben dich. Wenn du ewiglich in deiner inneren Lila mit dir und durch dich selbst spielst, während du manchmal auch in deiner äußeren Lila bei der Schöpfung, Erhaltung und Auflösung der Welten mit Hilfe der Maya spielst. Bhagavatam 10.87.14. Fußnote 519. Wörtlich der Ungeborenen. Die Maya, Gottes äußere Kraft, ist ebenso von Ewigkeit zu Ewigkeit wie Gott selbst. Also pries Prabhu die guten Eigenschaften aller Bhaktas und verabschiedete sie. Sie weinten in Trennungsschmerz. Gadadhara Pandit blieb bei Prabhu. Er gibt ihm Wohnung im Gopinath-Tempel, beim Yameshwara. Auch Puri Goswami, Jagat Ananda, Swarupa Damodar, Damodar, Pandit, Govinda und Kashisha blieben bei Prabhu. Fußnote 520.
Caitanya ließ seinen Jugendfreund Gadadhara das Gelübde ablegen, alltäglich im Tempel Krishna Gopinathas, des Herrn der Gopis, den kultischen Dienst zu tun. Dieser Tempel, der viel weniger besucht wird als der weltberühmte Jagannath-Tempel, steht in einer ländlichen Gegend zwischen Bäumen im Umkreis von Puri. Die drei Bildgestalten darin sind wohl erhalten. Der jugendliche Krishna, der die Flöte bläst, sitzt mit gekreuzten Beinen zwischen Radha und Lalita. Im Sinn des Caitanya Bhagavata 2.18 und anderen Texten der Caitanya-Bewegung tat dort Gadadhara im Bewusstsein Radhas täglich den Dienst vor der Bildgestalt Krishnas.